Hi, heute mal eine sehr, sehr, sehr spontane Aktion. Ich bin gerade auch erst vor 20 Minuten aufgestanden, habe gerade geduscht, habe noch nicht mal einen Kaffee getrunken, bin eigentlich noch total fertig, aber hatte gerade voll Bock auf ein Video und das ist, was ich jetzt auch mache. Ich habe euch ein kleines bisschen was zu erzählen und am besten fangen wir jetzt einfach gerade an. Eigentlich bin ich ja nicht so der Typ, der so auf seine Mutter hört und macht, was sie sagt, aber gestern habe ich gedacht, okay, es wird vielleicht doch wieder ein bisschen notwendig. Denn ja, ich habe gestern so mein Zimmer aufgeräumt und ich geb's ungern zu, aber ich sag's euch, Leute, manchmal lohnt sich Zimmer aufräumen wirklich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal findet man beim Zimmer aufräumen Sachen, die man schon seit Ewigkeiten vermisst hat. Irgendwie 2-Euro-Stücke, 5-Euro-Scheine oder zum Beispiel diesen iPod. Direkt neben den hier. Das sind nicht meine. Ich kenne die nicht. Ich kenne die nicht, das. Die waren da einfach. ja. Naja, ist auch egal. Also, dieser Fail geht wirklich an mich. Ein iPod im eigenen Zimmer verlieren und ihn ein Jahr nicht mehr finden. Das ist schon bitter. Wie, das ist euch egal? Ja, ist mir schon klar, dass ihr euch nur noch für die Handschellen interessiert, ihr kleinen perversen Säcke. Gut, reden wir halt über die Handschellen. Okay, nein, ich bin ehrlich, ich habe die Handschellen eigentlich für euer erstes Giveaway gekauft. Ich habe gedacht, das wäre doch mal was Kreatives, was Lustiges. Ach ja. Ist doch hübsch, oder? Nee, jetzt mal ernsthaft, hättet ihr Lust, die zu gewinnen? Schreibt unten in die Kommentare und vielleicht machen wir es ja sogar. Was habt ihr schon so für Erfahrungen gemacht mit eurem Zimmer? Habt ihr da irgendwie auch schon so Sachen gefunden, irgendwie Sachen verloren und sie nie wieder oder erst Ewigkeiten später wieder gefunden? Wäre mal interessant zu wissen, schreibt in die Kommentare. Ja, und die zweite Frage an euch wäre, hat euch diese Spontanaktion von Video jetzt hier gefallen? Fandet ihr es gut, dass ich sowas gemacht habe? Oder denkt ihr eher, nee, lieber nicht? Schreibt unten in die Kommentare, damit ich das weiß, weil es interessiert mich ja schon. Ich brauche Feedback. Und wenn es dir gefallen hat, dann kannst du diesem Video auch einen Daumen hoch geben, musst du aber nicht. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann kannst du ihn ja oben abonnieren. Und das war's von mir, Leute. Es kann sein, dass wir uns erst Montag in der Woche wieder sehen. Ansonsten sehen wir uns auf der Gamescom, hoffe ich. Habt viel Spaß. Bis bald. Euer Clemens.